Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wieder mal der Kupfersee, aber der geht auch richtig gut ab hier. Ja, also ich mache meine Happy Hour gerade hier und das ist auf jeden Fall mal ein richtig krasser Frequenzspot, wie der Titel des Videos ja bereits gesagt hat. Und der Spot ist ja nicht unbekannt hier an dem Bäumchen, ja, hier zwischen Busch und Baumstamm. Und wenn wir jetzt einfach mal in den Cache reingucken, ich bin jetzt hier seit 47 Minuten und wir haben 55 Karpfen, also das ist schon, beziehungsweise auch Aalande. Entschuldigung. Aber das ist schon eine Top-Frequenz, also 60 Fische in der Stunde muss man auch erstmal hinkriegen. Ne? Und ja, alles auf Banane. Wir haben Aalande, Dinkelbühler Lederkarpfen, Spiegelkarpfen, Zeilenkarpfen, F1-Karpfen, Kohakos, ein Ogon, Schuppen und Spiegelkarpfen, also die ganze Palette, sind vielleicht nicht die größten Gewichte jetzt. Was haben wir hier? 11 Kilo, 9, 8, 7, 7, 7. Der war 6 Kilo, sehr schön. Aber trotzdem macht es Spaß und da geht es schon wieder weiter. Alles auf Pop-Up-Mais, wie wir oben links sehen. Da ist die Frequenz ja immer recht gut. Trotzdem habe ich mich für einen 1-0er Haken entschieden, damit die ja, Gewichte einfach etwas größer werden. Statt bei dem 1er, und wie man sieht, tut dem ja auch gar keinen Abbruch hier. Gucken jetzt mal ins Setup rein. Und dann gucken wir gleich einfach mal auch am Fischmarkt, was wir dann verdient haben. Mein Gott, Milch schleimt, Leute. Milch schleimt. So. Ja, ich habe immer meine rote geflochtene Schnur drauf. Ich fahre wirklich mit den 50er Längen am besten. Ich habe da viel rumprobiert. Mono geht für mich überhaupt nicht. Wir haben ja jetzt einen Pop-Up-Rig. Viele nutzen dafür jetzt auch Mono. Ich nicht. Fange ich so gut wie gar nichts mit. Warum auch immer. Ich nehme immer hier diese rote geflochtene Vorfachschnur mit 0,4 mm. Und 50er Länge, sei es wenn ich auf dem Boden angel mit der Haarmontage oder Pop-Up. Wie gesagt, ein 1-0er Haken drauf bei allen drei. Und das PFA ist Maismehl als Basis. Dann habe ich ein 14er Boilie reingemahlen, eine süße Banane, 10er Boilie reingemahlen. Dann die zwei Feed Pellets, die es gibt für Banane und Banane als Aroma. Und der Clip sind hier 10 Meter und eben war es die ganze Zeit sonnig. Jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt. Wir haben eh Mittagszeit, geht eh nicht so viel. Auf jeden Fall verballere ich hier noch mein Futter und dann gucken wir mal. Wir stehen hier unten bei E8. Und wie gesagt, Clip sind 10 Meter schon. Ja, und es hört nicht auf. 50 Minuten, 58 beziehungsweise jetzt dann 59 Fische. Alle Achtung. Also man muss schon sagen, Wetter oder Wasserbedingungen normal ist schon auf jeden Fall für mich das Beste. Warm oder kalt geht irgendwie nicht so. Normal ist immer geil. Kann man hier hin seine üblichen Spots abgrasen. Den nehmen wir noch mit. Dann sehen wir uns später wahrscheinlich am Fischmarkt. Gucken wir mal, was wir hier verdient haben. XP-technisch in der Happy Hour auf jeden Fall schon genug, kann man nichts sagen. Weil die Winkelpicker gibt ja auch nochmal 25% drauf. Auf XP. Boah, jetzt wird es natürlich ganz klein. Ne? Ja, wie gesagt, Mittagszeit. Wir gucken nachher mal. Ich bleibe noch die Nacht über hier. Also den Abend und die Nacht. Dann sehen wir uns morgen am Fischmarkt. Also bis später. So, da sind wir wieder. Anderthalb Stunden haben wir jetzt geangelt. 100 Fische. Kann ich auf jeden Fall sehen lassen. 1338 Silber in anderthalb Stunden. Also für ein Level 29 Gewässer. Halleluja. Also auf jeden Fall mega Frequenz. Und ich habe sogar mein bester Fang des Tagesgewicht knacken können damit. Auch interessant. Ich guck mal eben. Nach einer Stunde waren wir hier. Bis hier. Also nach einer Stunde hatten wir 755 Silber, auch das kann sich sehen lassen. Und jetzt bis vor dem 3 Kilo Vieh nochmal in 38 Minuten 500 Silber, Halleluja.
Wir gucken mal nach Preis. Ja, die F1er, die ballern natürlich schon rein. Finde ich schon geil. Die ziehst ja aus wie ein Babyfuchs, ja, und bringen echt Silber. Ja, auf jeden Fall ein Top-Spot. Problem, was kommen wird, in den nächsten Stunden kalt. Ja, also ja, bis 1, 2, 3, 4 Stunden. Dann wird es kalt. Muss aber nicht schlechter laufen, weil bei kalten Gewässer oder kaltem Wasser sind die Fische ja eh mehr am Rand. Wir angeln ja nur 10 Meter vom Rand. Würde ich eventuell mal auf ein 60er Vorfachlänge gehen bei Pop-Up und dann einfach mal probieren, ob es so weitergeht. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe für euch auch. Macht's gut, bis dann und tschüss.